Das sieht lecker aus. Eine braun gebratene Frikadelle serviert am Freitag in Aachen, klassisch im Burgerstil. Doch in diesem Patty ist im wahrsten Sinne der Wurm drin, wie es die Verpackung von Deutschlands ersten Insektenburger selbstbewusst verkündet. Potenzielle Kunden ließen sich davon jedoch nicht abschrecken und bissen beherzt in die Fleischalternative, hergestellt aus Insektenprotein. Und erste Kommentare fielen bei der Werbeveranstaltung zum Verkaufsstart im Umfeld eines Supermarktes dann doch eher positiv aus. Ich hatte erst Bedenken und ich habe mir die zweite Portion nachgeholt, weil es mir sehr gut geschmeckt hat. Und besonders, wenn ich das alles lese, bin ich schon überzeugt, dass es eine Alternative zum Fleisch ist. Geschmacklich hat es mich eher an einen vegetarischen Burger erinnert, einfach weil man da so ein bisschen flexibler ist, was die Würzung angeht und so. So ein klassischer Fleischburger ist ja eher so Salz, Pfeffer, mehr nicht gewürzt. Und da war es einfach ein bisschen so interessanter. Diese Einschätzungen wird die Erfinder der Burger-Innovation in deutschen Landen freuen. Bug Foundation heißt das Start-up aus Osnabrück. Mitgründer Baris Oetzel. Wir haben sehr lange an unserer Produktentwicklung gearbeitet und der Geruch unseres Burgers lockt die Menschen schon an. Und wenn sie ihn dann in der Pfanne sehen, dann möchten sie eigentlich direkt mal probieren. Und wer einmal probiert, möchte sofort ein zweites Stück haben. 4 Jahre lang hat er nach eigenen Angaben gemeinsam mit Co-Firmengründer Max Krämer an dem Produkt getüftelt. Auf die Idee kamen die beiden Freunde bei einer gemeinsamen Reise nach Südostasien, wo das Verspeisen von Insekten nicht unüblich ist. Der Burger besteht unter anderem aus Buffalo-Würmern, den Larven des Getreideschimmelkäfers, die in den Niederlanden gezüchtet werden. Der Wurm sei verfügbar, zu 100% verarbeitbar und werde ohne Antibiotika gezüchtet, so preisen ihn die Bug Foundation-Vertreter an. Auch ökologisch habe der Verzehr von Insekten im Vergleich zu Rindfleischburgern Vorteile. Denn die Würmer benötigen laut Oetzel und Krämer nur ein Zehntel der Futtermengen, um die gleiche Menge an Protein zu produzieren. Und die Frikadellen-Expansion steht auch schon an. Ab Mai sollen die Patties in rund 100 weiteren süddeutschen Supermärkten der Rewe-Kette angeboten werden. Und es gebe zudem sehr viele Anfragen aus der Gastro-Szene.